Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Forest Frontier. Ja, ich freue mich über jeden, der hier wieder eingeschaltet hat und vielleicht auch ein bisschen Freude dabei hat, mir hier beim Verzweifeln zuzusehen. Wem es noch nicht aufgefallen ist, ich bin mit manchen Sachen hier in dem Spiel schon leicht überfordert. Zum Beispiel beim Wegebau. Oh Gott. Aber ich habe Bock. Ich habe echt Bock auf das Spiel. Auch wenn Zombie-Schlachten einfacher ist, ich weiß nicht. Aber ich möchte mich hier gerne durchbeißen. Was ist das? Also ja. Weil ich ja keine Bretter habe. So, bevor ich jetzt hier heute auf Play mache, gucke ich mich erstmal in Ruhe um. Weil ich bin ehrlich kein Profi in solchen Spielen. Und die ganzen Menüs und Möglichkeiten, die überfordern mich doch noch. So, Fässer kann ich nicht erstellen. Jetzt muss ich aber mal sehen. Bretter. Wie können wir denn an Bretter kommen? Das war nur der Friedhof. Wir brauchen ja irgendwie ein Sägewerk. Ressourcen. Da. Sägegrube. Okay. Was kostet die? 25 Baumstämme. Können wir uns leisten. So, die würde ich aber auch erstmal ein Stück vom Stadtkern weg. Ne, Moment, der war schon richtig, oder? Braucht die eine Straße von beiden Seiten? Weiß ich jetzt so nicht. Ich würde sagen, ich mache die erstmal hier hin. Und dann ziehen wir hier noch einen Weg lang. So. Und dann sollten wir auch bald Bretter kriegen. Jetzt machen wir erstmal wieder Play. Hallo? Weg mit der Straße. Danke. Habe ich Play gemacht? Nein, jetzt. Okay. Wie sieht das hier mit dem Feld aus? Da wird noch dran gearbeitet, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier dieses Jahr schon irgendwas anpflanzen können. Nahrung ist doch... Was ist das? Oh Gott. Schnell zumachen. Habe ich nicht gesehen. Baumenü. Monatliche Kosten. Oh Gottes Willen. Aber ich glaube, hier gab es da auch irgendwie Zäune oder so, ne? Da. Feldsteinmauer. Tiere von Feldfrüchten oder Raubtiere von Nutzviechern selten. Okay. Der kostet Stein, so. Oh nein, hätte ich da jetzt... Da hätte ich erst noch Platz lassen müssen, ne? Ach, es geht schon wieder los. Ich und die Straßen. Das heißt, ich muss die ganzen Straßen jetzt nochmal abreißen. Ach, Mann. Alle einzeln machen oder wie läuft das? Hey. Ja. So, sind jetzt alle weg.
Baumenü. Zäune. So. 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 Das Zaun? Nee. Die weg. Da muss auch noch Zaun hin. Okay, so. Das hier. Hey. Bin ich jetzt hier einen zu weit? Oh Mann. Ich glaube, ich bin einen zu hoch, ne? So. Ich hab schon wieder, ehrlich, es geht schon wieder richtig gut los. Ich komm richtig weit. Ich häng schon wieder eine Stunde hier dran, einen Zaun zu setzen. Mann, oh Mann. So. Brauche ich da aber ein Tor. Machen wir da mal eins hin. Und dann der Weg. Na. So. Will ich da auch einen Weg lang machen? Ach, why not? Was kann ich da machen? Wegen, ne? Ah, ich muss noch einen weiter, deswegen. Ich verstehe es gerade wieder nicht. Was läuft hier bei meinem Weg wieder verkehrt? Oder ist er gut so? Und dann würde ich sagen, machen wir den auch so. Und warum kriege ich da jetzt das Wegstück nicht dazwischen? Das sind so Sachen, die verstehe ich einfach nicht. Ist mir jetzt aber egal, ich halte mich jetzt hier nicht nur eine Stunde mit dem Weg auf. So. Gib mir meinen Acker. Was machen die denn da? Sägewerk. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Arbeiter, kann das sein? Ja, ich habe nur 4 Arbeiter. Ja. Aber das sind die Bauern, ne? Das sind nicht die Arbeiter. Bestellt Feld. Dauert ganz schön lang, ne? Ich glaube, da pflanzen wir auf keinen Fall was an dieses Jahr. Oh Mann, ich mache mir echt Sorgen wegen der Nahrung. Sollte ich vielleicht noch eine Fischerhütte bauen oder so? Der hat auch noch zusammen. Was haben wir denn? Der war hier, ne? Hier ist die Räucherei.
Und er hat noch rohes Fleisch. Ach ne, das ist Räucherfleisch. Fisch. Räucherfisch. Was ist das hier? Okay. Da sind noch viele, viele Hasen. Das war's aber auch, ne? Aber es sind noch viele Hasen. Gut, ja, dann noch eine Fischerhütte. Kriegen wir noch irgendwo eine hin mit guten Werten? Ich muss hier überall das Gelände erstmal bearbeiten. Unerforschtes Gebiet, okay. Die Welt. Da oben 200 irgendwas. Neuer Dorfbewohner geboren, das ist schön. Da komme ich wieder nicht. Das mit den Wegen, ne? Da habe ich echte Probleme. So. Wir haben es jetzt nicht mehr verbunden. Was macht unser Feld? Das fällt immer noch. Dauert ganz schön lang. Ich glaube, das können wir dieses Jahr nicht mehr benutzen. Das ist auch schon Herbst. Oh, wie schön die Bäume sich verfärben. Weißdorn. Ich weiß nicht mal, was Weißdorn ist. Ich hoffe, man kann das essen. Zeigt ihr mir das an, was das ist? Okay. Ja, aber der hat ja noch zu ernten. Goldbarren? Was? Nee, weg. Nein. Nein. Gar keinen Fall. Ja. Ich befürchte, wir warten auf den Winter und hoffen das Beste. Auch nicht, was ich noch machen könnte, was sinnvoll wäre. Räucherei haben wir gebaut. Fischerhütte, ja, Sammelhütte haben wir auch. Da können wir nichts machen. Häuser haben wir genug. Den haben wir doch gebaut, oder? Den Rübenkeller. Das oder das? Eins von beiden war doch...
Da ist der Rübenkeller. Okay. Stapelplatz, Lagerhaus, in dem alle Gegenstände aufbewahrt werden können. Ja, weiß ich jetzt nicht. Nahrung, haben wir soweit alles? Ressourcen. Kompostplatz. Ist ja ganz schön eklig, aber sowas brauche ich bestimmt. Ja klar. Für meine Felder. Aber ist ja wichtig. Wenn wir nächstes Jahr hier... Wahrscheinlich schon wieder zu spät. Es gibt hier noch Bogner Gebäude. In der Werkstatt. Wahrscheinlich auch wichtig. Aber da brauche ich Bretter für. Brennholz, Sägegrube. Zweiter Brunnen könnte auch nicht schaden. Wir haben jetzt nur einen Brunnen da. Hier oben habe ich nirgendwo richtig Wasser, ne? Und wenn es da oben brennt? Bisschen mehr wäre schon cooler. So. Da, ach, das muss die Zahl hier muss runter auf 0. Wow. Okay, das dauert ein bisschen, ne? Verteidigungsanlagen. Aber monatliche Kosten. Da sehe ich mir jetzt nicht so. Was kostet das? Gold, oder? Das sind Goldbar, klar. Pflanzen eine Birke. Bäume können wir pflanzen. Bringt die irgendwas? Ja. Die Attraktivität steigert nur bei denen, für die wir auch Gold bezahlen. Sogar die Fichte kostet Gold. Warum kosten die denn alle Gold? Okay, nee, da sehe ich uns noch nicht. Das dümpelt auch noch vor sich hin. Da würde ich sagen, Winter is coming. Aber diesmal haben wir zumindest ausreichend Brennholz. Es erfrieren hoffentlich nicht wieder Kinder. Was bedeutet die Schneeflocke? Bauarbeiten wurden wegen des Winters eingestellt. Okay. Aber die können ja noch weiter am Zaun arbeiten. Muss ich jetzt eigentlich dann die Bauern so lange rausnehmen? Weiß ich nicht. Cool. Ja, aber ich glaube, wir haben mehr Essen als letzten Winter, oder? Ich weiß ja nicht mehr so genau. Ich hoffe. Das Schlimme ist, ich habe nicht wirklich einen Plan. Also, was mache ich jetzt nächstes Jahr? Wo baue ich was hin? Ich baue hier gerade irgendwie wüst alles durcheinander.
Schönbauen ist das noch nicht. Das ist eher ziemlich geholt. Was ist hier? Durch Verderb verloren. Boah, nee, ne? Klar, jetzt verliere ich hier so viel Essen. Könnt ihr das mal essen, ihr Vögel? Esst das doch einfach. Die Sammler sammeln jetzt auch nichts mehr, ne? Kann das sein? Machen die jetzt alle nichts oder machen die noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Trägt Kadaver zusammen. Okay. Was macht er? Liefert Fische. Alter. Räuchert Fisch. Irgendwie scheinen sie ja doch noch alle zu arbeiten. Beliefert Baustelle. Oh. Ich weiß es nicht, ne? Wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Ressourcen abbauen. Nur für den Fall, dass hier irgendjemand ist, der nichts zu tun hat. Keine Beeren, keine Büsche. So, jetzt haben wir Winter. Noch ist keiner tot. Wir haben noch Essen und Brennholz. Und ich höre Wölfe. Ey, wenn jetzt Wölfe kommen, ne, krieg ich Nervenzusammenbruch. Geht weg. Ich möchte ein Jahr haben, in dem keiner stirbt, bitte. Ah, sind da Bäume hatten jetzt und Steine. Also waren doch ein paar Geschäfte jetzt los. Okay. Noch sechs Nahrung. Wer hat hier so viel gegessen? Hier verdirbt alles. Ess das mal. Kann aber nicht sein. Was ist das? Das Lager dieses Gebäudes ist voll. Ja, ist doch eigentlich gut, oder? Und das kann ich jetzt nicht umlagern? Kann der das nicht hier hinbringen? Nee, aber da. Doch. Räucherfleisch. 121. Ja, sag mal, wie viele Portionen essen denn die paar Männiges, die wir hier haben? Reserven an Nahrung und öffnen Lager 8. Also für 8 Monate haben wir Nahrung. Ja, da kommt ja noch keiner runter. Easy. Easy Game. Ha, durchgespielt. Aber was mache ich im nächsten Jahr? Ich weiß auch nicht, wie lange die noch für das Feld brauchen. So. Ne, ist noch Winter. Im Frühjahr schmeißen wir dann die Bauern wieder rein. Jäger. Kaninchen werden aber langsam weniger, ne? Was ist denn? Da haben wir weniger Kaninchen. Das Rehe nehme ich mal an, ne?
Jagen wir jetzt erstmal Rehe und lassen die Kaninchen hier erstmal in Ruhe. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Eigentlich sollten sich Kaninchen ja schnell... Ach, da habe ich das Ding auch nicht verstellt. Wolfsgeheule macht mich echt nervös. Fische 210%. Fischbestand 285. Okay. Wir haben einen Fischbestand von 285. Fischen die beiden jetzt an dem gleichen Bestand? Okay, kann ich jetzt wieder Acker bauen? Nein. Neujahr. Yay. Wir haben keinen Bewohner umgebracht. Ist das nicht cool? Also, hier muss ich jetzt wieder hin. Na, soll ich mal. Na. Bauern. Bauern, 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 Bauern. Wo sind sie? Da. Hätte ich erst ein kleineres Feld machen sollen. Ich glaube, ich mache noch eine Sammelhütte. Ich würde fast sagen, wir machen uns zur Sicherheit noch eine Sammelhütte. Obwohl, nee, das ist Quatsch, ne? Weil mir sind die Beeren ja eben schon schlecht geworden. Ja, das Gemüse verdirbt alles. Aber ich kann auch noch kleine Fässer oder sowas herstellen. Da brauche ich ja bestimmt später Metall oder so für Baumschub, Schweine, Bäcker. Stufe 2. Das Lager hat verwahrt, muss von der Wiesen produziert werden. Vielleicht bauen wir mal so ein Lager aus. Hat das irgendwie einen Straßenzugang? Nein, irgendwie nicht. Denn da jetzt so eine Kurve rein? WTF. Nein, weg. So. Jetzt geht's, oder? Macht er schon wieder eine Kurve? Hey. Nein. Hör auf damit! Hör auf mit den Kurven! Was ist das? Wieder so eine Keuche? Ist egal. Egal. Nicht weiter wichtig. Yay, eine gerade Scheune. So, dann haben wir mehr Lagerplatz. Was macht unser Acker? Ich wollte mir gerade sagen, der wäre noch gefroren. Ich glaube, er sackt. Aber wir sind bald soweit. Bald können wir unser erstes Feld anlegen. Ist der zweite Brunnen fertig? Da ist jetzt wieder, das Lager ist voll, ne?
bringt der das jetzt weg oder brauche ich eine zweite Hütte dafür? Ich will ja... Ich weiß es nicht. Weil normalerweise lagert der hier auch Räucherfleisch ein. Oh Gott. Räucherfleisch. Hilfe. Es dauert halt nur, bis die darüber transportiert werden. Ja, ordentlich Fleisch, Fisch. Sollen wir mehr Gemüse essen. Sachen, die nicht so lange haltbar sind. Macht doch jeder. So, was bei dir hier, Schätzlein? Du hast noch genug zu sammeln. Und du hast auch noch zu sammeln. Schön. Ist aber auch wieder ein Meter. Das ist ja ziemlich cool, oder? Wie fände denn so hier? So direkt eine schöne Hecke. Gut, ist jetzt nicht unbedingt direkt am Lager. Oh, das mache ich. Haben wir da noch mehr von? Was ist das? Ansammlung von Kräutern. Die Kräuter. Kräuter, Vogelnester, die kann man auch nicht umsetzen. Eisdorn, Ton. Ist hier noch so ein Ding? Zack. Nee, wo war es jetzt? Da. Büsche hier so als Hecke. Finde ich gut. Find ich gut. Was hier? Der Lager, das Lager dieses Gebäudes ist voll. Was ist das? Brennholz. Ja, dann machen wir mal hier raus mit euch hier. Pappmann. Wer nicht arbeitet, fliegt raus. Ganz einfach. Macht irgendwas anderes. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Jetzt irgendwo Leute rumstehen habe, die nichts machen. Weil die vier warten die jetzt auf Arbeit oder sammeln die oder was machen die? Achso, erstmal haben die das Ding hier gebaut. Wo ich schon wieder vergessen habe, was das war. Was war das? Lagerhaus. Ja, da können wir jetzt nochmal ordentlich lagern. Feld? Oh, über den Blitz. Feld ist fertig. Warte, Pause, Pause. Pause. Okay. Felsbestand Unkraut. Okay, wir haben also viel Unkraut. Was ist das hier? So. Dann würde ich sagen, das. Mäßigen Ertrag. Frosttolerant und gut lagerfähig. Okay. Das braucht viel. Na, nein. Nein. Ah, ich will das genau. Hilfe. Mach das weg. Nein, nicht Gebäuderückbau. Wie kann ich das denn jetzt?
ausgewählte Feldfrucht entfernen. So. Das entfernen. Jetzt wollte ich da nochmal das machen. Nicht sehr frosttolerant. Dann hauen wir hier noch einmal Möhren rein. Und dann ist ja auch schon Winter. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Steine die abbauen. Und Unkraut und so. Das weiß ich nicht. Da würde ich sagen, wir kriegen nur eine Kartoffelernte durch. Meine Nahrung sieht im Moment echt gut aus. Lass ich erstmal so und dann gucke ich, wie viel. 85, 15. Mal gucken, ob ich mir merken kann. So, arbeitet ihr jetzt? Ich habe euch doch gesagt, was ich. Wieder gemacht. Ach, come on, ehrlich. Nein! Was habe ich denn jetzt? Den habe ich doch gar nicht angeklickt. Ich habe das hier angeklickt. Warum sieht das denn hier so krüppelig aus? Raubtier gesichtet. Nein, stopp. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Hilfe. Ist das ein Bär? Was ist das? Machen die das automatisch? Ja, alle. Alle Attacke. Jetzt habe ich wieder weggeklickt, ne? Mit Rechtsklick. Play. Geht alle da drauf. Tötet es. Oh Gott, der schon der Bewohner gestorben. Wir hatten ein Jahr ohne Tote. Toll. Sie war noch so jung. Wer ist denn da gestorben? Ich will doch Abschied nehmen. Kann ich nicht anklicken. Sie wird niemals vergessen werden. Wer auch immer sie war. So, jetzt versuche ich mal meinen Zaun hier wieder zu erbauen. Ich höre auf mit Straßen und Zäune. Kann doch nicht sein. Ich verstehe diese Ecke hier nicht. Da sagt er Acker. Ich schnall's nicht. Warum das so komisch aussieht. Achso, da war es schon zu spät, oder wie? Scheint so. Ja gut, dann können wir hier auf jeden Fall nochmal Steine wegmachen. Kann sein, dass ich da jetzt zu spät war. Das geht aber rasend schnell. Oder ist das jetzt... Was ist das? Für ein Jahr, oder? Oder ist das jetzt hier der Sommer? Moment, 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 Moment. Pause. Ja, Weizen bringt ja nichts. Ist ja irgendwas, was die essen können, ne? Ja, wir lassen die Karotten erstmal. So, was ist denn eigentlich mit dem? Wir hatten doch irgendwo so einen Dünger. Oh, wow, schon 5%. Cool. Drama. Gibt's hier noch irgendwo Sträucher? Nur hübsche, die ich umsetzen kann? Sieht nicht so aus.
Was ist das? Haselnuss. Das war so ein Ding, oder? Ja. Zack. Nein. Da kann sich auch jeder im Vorbeigehen mal so eine Beere pflücken. Die Ästen. Da sind die direkt viel besser drauf. So, Leute. Jahr 3 sind wir. Wir haben einen Dorfbewohner verloren, aber es war ja theoretisch nicht unsere Schuld. Also nicht meine Schuld. Also, wir haben uns schon ganz gut gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving.